dass ich es dann wirklich tun will. Haben dann noch doch mehrfach gefragt, ob ich nicht doch vielleicht was studieren möchte, habe ich auch versucht, aber das war einfach nicht so ganz meins. Was hast du versucht zu studieren? Ich habe Italienisch studiert und ich habe mich auch immer sehr für die Sprache interessiert, aber nicht so sehr für alles, was man dann irgendwie noch so lernen muss, immer abgesehen vom Berufsbild. Es war einfach alles nicht meins. Jetzt kann ich noch ein bisschen besser Italienisch, das ist ja wunderbar, aber ich bin einfach, warum auch immer, Schauspielerin. Will gar nichts anderes sein. Das Lustige ist, dass man ja auch in jeder Rolle dann was Verrücktes findet. Oder ich mache es mir irgendwie, weil mich das auch reizt. Ich gucke mir dann die Rolle an und denke mir, wie ist die? Finde ich eigentlich immer irgendwas Verrücktes. Oder was, ja, natürlich was Interessantes, aber was mich reizt, sind halt oft die Sachen, die nicht so gerade verlaufen. Klar. Wie definierst du denn verrückt? Nicht auf Anhieb nachvollziehbar für Außenstehende. Okay. Also einfach nur Abweichung von normal. Abweichung von normal. So kann man es auch sagen, so verstehen wir es dann auch. Ja. Das ist eigentlich eine ziemlich kleine Verrücktheitsschwelle. Ich meine, damit ist ja nicht so viel verrückt. Richtig. Also für mich ist verrückt jetzt nicht unbedingt, dass man irgendwie auf dem Tisch stehen muss oder hüpfen muss und schreien, sondern es kann wirklich auch was Innerliches sein. Aber ich denke, dass man vielleicht dieses Potenzial, auf Tische zu springen und mal zu schreien, in sich trägt.